zeige ich euch eine kleine Kanone zum selber nachbauen, nämlich eine Schallkanone. Da ist es eine Dose, vorne ist ein kleines Loch mit so einem Fräsnerbohrer reingebohrt, hinten einfach alles weggesäbelt und so ein Haushaltshandschuh reingeklebt. Hier steht eine Kerze, aufgepasst, 1, 2, 3. Jawohl, liebe Leute, Stimmung! Haha, kleiner Spareffekt hier. So, wie funktioniert das Ganze? Ich löse eine Schallwelle aus, das erste, ihr hört den Ton. Töne sind nichts anderes als Schallwellen, also es entsteht Schall, der Schall rast in der Dose nach vorne. Ja, wird von vorne breiter ab, dann saust er in der Dose hin und her, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Natürlich in Bruchteilen von Sekunden. Und dann ist es nicht mehr Schallgeschwindigkeit. Hier kommt kein Schall raus, sondern es entsteht dann ein Wirbel und dieser Wirbel löscht die Kerze. Das sieht man hier nicht, deswegen, Leute, habe ich das Ganze nochmal in groß nachgebastelt. Jawohl, und wo ist mein Tisch? Na, da hinten.